Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von The Witcher 3. In der letzten Folge waren wir bei den ganzen Leuten hier im Dorf mal bei den Leuten zu Hause in der Wohnung und haben denen ein wenig die Wohnung leergeräumt, weil die uns die Sachen angeboten haben. Mir fallen langsam echt keine Ausreden mehr ein. So, und wir haben auf jeden Fall auch ein Rennen gewonnen, das war eigentlich gar kein Problem gewesen. Und wir haben momentan, beziehungsweise jetzt auch schon wieder hell. Jetzt ist es momentan 4:12 Uhr. Die 12 jetzt, in-game, und die sitzen hier immer noch. Wie viele Stunden sitzen die hier eigentlich? Nur um so ein komisches Rennen zu reiten? Naja, so. Alles klar, wir haben jetzt noch eine Strecke von 1100 Meter, knapp 1200 nee, Meter, also Fuß vor uns. Und ich habe extra die Sonne jetzt gerade mal hergerufen. Ich habe nochmal eine Runde meditiert, damit es nicht ganz so dunkel ist. Was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so GTA-mäßig so ein Radiosender im Pferd eingebaut. Das wäre doch noch super. Würde überhaupt nicht zur Atmosphäre passen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Die ganzen Open-World-Dinger vergessen die immer irgendwie die Radios. Ob es jetzt in Lego City ist oder hier. Da müssen die nochmal nachbessern. Oder irgend so ein Orchester, was einem hinterher rennt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das schlimm ist. Ah, oh, sieht das gut aus mit der Sonne. Hallöchen. Waren wir hier schon mal gewesen? Hier waren wir doch schon mal. Das ist ja ein Zufall, dass wir genau hier vorbeikommen. Hier wollte ich mich doch nochmal umgucken. Wow, Kapsi. So, das nehmen wir gerne mit und noch eine Anzeige und eine Warnung und helft uns bei der Bestattung. Und eine Warnung. Wir müssen die Pferde tränken. Na, na, na. Was, ihr wollt die Pferde ertränken? Na, was sagst du jetzt? Du bist bleich wie Milch. Du bist hässlich wie Brot. Begrab mich mit einem Fass Bier, den Humpen in der Hand. Singt an meinem Grabe. Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Hat sie so fast gereimt. Oh, was macht der denn da hinten? Ist er Michael Jackson? Moonwalk. Was veranstaltet der da hinten? Alter, was ist denn hier los? Verpiss dich! Ja, das hat sich gesund angehört. Boah, ist das eklig. Sei gegrüßt. Oh, du aber auch. So, etwas zu trinken wäre nicht schlecht. Ich glaube, der möchte uns nichts mehr zu trinken geben, weil jedes Mal, wenn er uns was zu trinken gibt, sieht es hinterher nicht mehr so rosig hier aus. So, der blutige Baron. Wie kommt er denn zu seinem Namen? Die Sachen hatten wir gar nicht gefragt, ne? Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert. Aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um. Und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen. Und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Wie ironisch. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Okay. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temeria. Aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein. Und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Okay. Danke. Leb wohl. Hat er nichts zum Handeln?
Sei gegrüßt. Also zum Handeln? Ich will nicht was trinken, ich will handeln. Ach so. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Ah, okay. Das kann weg und das kann weg und das kann weg. So viel Geld hat er jetzt gar nicht mehr. Notfalltaschen lassen sich Objekte verstauen. 21 brauchen wir nicht. Haben wir doch. Verdammt, er hat Karten. Aha. 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 50. Ich sammle jetzt die ganzen Karten hinterher. Das spiele ich sowieso nicht. Kenn mich doch. Naja. Will ich schon irgendwie mal irgendwann zukommen. Danke. Leb wohl. Wisst ihr noch, auf den damals, als man den Wald noch kaum betreten hatte? Ja, weiß ich noch. Dies waren Zeiten. Mensch, echt, hoch. Frag nicht nach Sonnenschein. Sprich mit dem Jäger namens Nielen. Level 7. Machen wir vielleicht später? Reparier alle beschädigten Schreine. Ah. Schatz mit. Ach so. Ne, Schatzsuche gibt's nix. Schon das Geschnatter hörte. Mehr du wirst Leute nicht mehr so übermütig sein, wenn du viel von diesen Bestien. Du weißt schon, ein Hexer und keinen Moment zu früh. Ich bin wegen des Auftrags hier. Natürlich bin ich wegen dem Auftrag hier. Was auch sonst? Welcher Auftrag? Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Der ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bella in den Bergen. Frauen aus Bella? Bella war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Oh, ich will... Ach, nee. Ja, machen wir aber auch, nee. Nehmen wir halt die Standardbelohnung, was er uns geben möchte. Na schön, ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Auftrag, der vermisste Bruder. Was für ein Level ist denn das? Der vermisste Bruder. Wo haben wir denn den vermissten Bruder? Der vermisste Bruder, Level 33. Ja, dann muss er halt noch ein bisschen warten. Wenn sie jemand ja, und du bist der hellste Mann, der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. In Krähenfels haben sie ja nichts gegessen als Soufflés und Wachteln. Und dann die Unbequemlichkeit einer Hütte. Halt dich vom Sumpf zu einem Leben wie gewöhnliche Leute. Endlich. Aus Scheiße sind sie gekommen, Mensch. Wettkämpfer. Nee, ich habe nichts getan. Schlag mich nicht, Herr. Hast du den Mumm zu einem Faustkampf? Willst du nicht wissen? Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Ich muss mich mal hier wegputzen. So, ich glaube, ihr habt die Türen mir immer noch. Habt ihr die Türen immer noch abgeschlossen? Die sind offen. Das ist ja nett. Hallo. Ich habe gesagt, da liegt einer. Hallo? Hier ist die. Oh. Halt dich vom Sumpf besser fern. Ja, weiß ich doch.
Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das Problem kenne ich. Was hast du für schöne Schuhe an? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich auch. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Wenn ihr nicht reden wollt. Ach so, ich dachte schon, warum geht die Karte jetzt wieder auf? Damals in Novigrad. Nein. Novigrad. Sagst du Novigrad? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Och, geht, ne? Schön. Viele Quests. Viel Loot zum Mitnehmen. Ja, ein schönes Gespräch. Tschüss. Mensch, hat Spaß gemacht. Der Brot, dem räume ich die Butsche leer. Könnten Sie nochmal wiederkommen, ein paar Sachen in die Truhe legen? Oder zum irgendeinen Händler gehen und da irgendwas kaufen und mir dann in die Truhe legen? Am besten irgendwas Teures. Ja, nix. Mein Gott. Hallo? Was willst du? Oh, nun ja, wieso kannst du wieso schwebt die? Mauzi! Miau. Oh, die Katze ist süß. Boah, das wäre super, wenn wir so eine Katze hier haben könnten. Das wäre so cool. Das wäre richtig cool. Ich will eine Katze. Mauzi! Mauzi! Bei meinem Glück würde Gerald die irgendwie platt treten beim Rennen oder so. Hundi! Und Hundi! Und Katzi! Und Ferdi! Ich bringe mal Stadtmusikanten, hab ich bald hier. Plötze! Wir müssen. Plötze! Ach. Mau! Eine Katze! Oh, Hey! Ach, da sind wir ja. So, wir müssen mal langsam weiter. Katzi, wir müssen. Was kann man von den Männern? Wir müssen. Nur ein paar Meter vor uns. Okay, da links sind auch wieder irgendwelche. Warte, nicht das Haus mit den Kindern? Sind die immer noch hier? Ne, die Kinder sind weg. Langsam. Wo sind die Kinder hin? Kinder, seid ihr noch da? Kinder? Ich hoffe mal, dass es denen gut geht. Kinder? Was kommt denn da an? Ein Bär! Ja, klar. Den Kindern geht's garantiert gut. Die sind nur mal eben kurz die Beine nicht vertreten. So schnell, und sind im Teich schwimmen. Kinder. Was? Denen wird's gut gehen, auf jeden Fall. Das sind Kinder, denen geht's immer gut. Na, für euch. Was hast du denn? Renn weiter. Komm, für die halten wir noch nicht an. Pack mal dein Schwert weg. Pack mal dein Schwert weg. So, 60 Fuß. Schneller. Ob wir jetzt unser Passierschein benötigen? Komm schon, Plätze. Versuchen Sie alle zu gewinnen. Schrecklich, diese Gebühren. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht Hadewit. Vielleicht werden wir uns ja einig. Wir könnten darüber reden, denke ich, aber trockener Kehle. Nein, Ilke, bring dir Koffer haben eine Becher. Nur der Sohn ist zu Hause. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Redet doch nicht alle durcheinander. Und zweitens, hör einfach auf mich und geh verdammt nochmal nicht hin. So, solchen Gefahr vermisst Georg und Dingens hier und für gute Laune und Obdach
und Beerdigung. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Bitte was? Was? Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also, was? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Willst du wissen? Sag mal, was gibt's denn hier? Was steht denn alle an? Gibt's ein neues iPhone? Ist das die Schlange vom iPhone? Wo muss ich mich anstellen? Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Wenn eine Alte krank wird, wird sie zum Reisigsammeln in den Wald geschickt, wo sie von Bestien gefressen wird. Da, ganz still, ihre Kehle aufgerissen. Ohne eine Einzige. Jetzt reden die alle durcheinander. Was wird das uns? Nur der Sohn ist zu Hause geblieben. Also schnappten sie sich seinen Sohn. Wo soll ich denn da hin? Sprich mit dem Kommandanten. Wo ist der Kommandant? Ach so, der steht hier. Ja, natürlich steht er hier. Hexenjäger. Ach so, ist er gar nicht. Man erfährt so viel, wenn man zur Kneifzange oder zur weißglühenden Ofenzange greift. Ich kann ja mal zu meinem Schwert greifen, Junge. Was willst du? Hat der verlustigen Helm auf. Ich bin wegen der Nachricht hier, aber sowas von. Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Ich hab da einen Passierschein. Du bist also dieser Weiße? Nee, bin ich nicht. Ich bin der Blaue. Und der Gelbe. Nee, ich komm nicht mal zurück. Ich bin jetzt weg hier. Ihr stinkt alle. Hey. Der komische Kopf hier nicht anfängt zu anzuschimmeln hier an der Seite. So, untersuche den Schauplatz des Angriffs. Auftrag Monster im Wald. Ich gucke erstmal, welches Level da du bist. Also Level 6, gut, passt. Alter, lass dein Schwert doch mal drin. Nur weil der Level 1er Hase rumläuft, muss ich direkt immer dein Schwert rausziehen. Ja gut, mit Schwert lässt sich schneller reiten. Nicht wirklich. Komm jetzt. Ach, ist doch nicht der Bär. Bärli! Natürlich Bärli. Oder? Na, komm her! Sie müssen uns abgenagt. Wir haben Mikrofale gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Kopf entstanden. Wow. Moment mal. Wie heißen die Argule oder so? Einmal kurz hier gucken. So, was können wir mit dem machen? Axi, welches war nochmal Axi? Das war Axi. Wow, ich habe jetzt gar kein AP mehr. Wow, nein, ich habe nicht gespeichert. Ich voll Idiot. Na tolle Wurst. Bitte das in dem automatisch gespeichert haben. Scheiße. Ach Mensch, hier gespeichert. Das ist nett. Das ist cool.
So, wir hüpfen mal hier auf und wir sind mal weg. So, hier waren wir noch gar nicht. Ja, ich komme auch nicht wieder, wenn um einer fragt. Verdammt. Wie gesagt, ich muss mal zwischendurch manuell speichern. Aber ich vergesse halt immer irgendwie. Oh. Die Musik ist super. So, selbst gespeichert. Komm jetzt. Wir benötigen Axi. Wieso auch immer. Deswegen. Hä, wo ist der? Zerrissen und abgerissen und abgelehnt. Wir haben Nekrophagen. Aber diese Wunden sind alle nach. Nein, hol das Schwert doch raus, du Vollidiot! Du Idiot! Moment mal. So, wir haben uns noch Fleisch mal reingeschmissen. Das hält aber gut an HP. So. Mal speichern. Will ich hier so öfters mal machen. So, was gibt's denn hier? Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Hm. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen ja, und okay, abgenagt. Wissen wir. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind nach Klauenspuren alle nach dem aus. Tod entstanden. Aber hier ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Oh. Aha. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Hm. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Aber das machen wir aber auch erst in der nächsten Folge von The Witcher 3. Bis zum nächsten Mal.